Tjoho, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadion von mir. Habe mir für die Fahrt noch was zum Essen geholt und jetzt geht's ab in die größte Stadt der Schweiz, nach Zürich. Schweizer Klassiker, ich komme. Hallo Zürich, was geht ab? Das ist die Bahnhofsunterführung und hier in der Unterführung gibt es einfach Snipes und viele weitere Geschäfte. Das hier sieht aus wie ein Flughafen, aber nein, das hier ist ein Einkaufszentrum und da sind die Gleise. Da unten ist der Hauptbahnhof, von da komme ich gerade raus und das Erste, was ich sehe, ist das Landesmuseum. Unglaublich. Heute ist der Schweizer Klassiker angesagt. Heute spielt der FC Zürich versus FC Basel. Zwei große Clubs und heute Abend kann es einfach nur richtig geil werden. Schweizerisches Landesmuseum. Und man kann da sogar reingehen. Das machen wir jetzt mal. Sehr interessant. Und Achtung Leute, tada, willkommen in Zürich. So wird man doch gerne begrüßt. Ich komme gerade aus dem Bahnhof raus. Und das Erste, was ich sehe, ist das hier. Das ist so unglaublich. Das ist der Haupteingang vom Bahnhof. Sieht echt verdammt schick aus. Da vorne steht eine Statue von Alfred. Und gleich da hinten ist die Stadtmitte. Ich mag diese Details hier. Und vor allem das hier mit dem Eis. Das sieht schon echt cool aus. Leute, direkt links neben dem Hauptbahnhof kann man gratis ein Fahrrad leihen. Jetzt mache ich mit dem Fahrrad die Straßen von Zürich unsicher. So wunderschön. Schaut euch das nur an. Wenn Ebo mit dem Fahrrad kommt, dann renn lieber weg. Alter, so geil echt. So sehe ich mehr von der Stadt und spare viel Zeit damit. Gott sei Dank ist heute Sonntag. Die Straßen sind leer. Fahrrad, Taxi, Bus. Perfekt. Ich freue mich jetzt schon, die Stadt zu erkunden. Mein Gott, ich bin erst seit 30 Minuten hier. Aber schon sehe ich sehr viel von der Stadt. Das mache ich jetzt auch. Fahrrad ist geparkt und jetzt fahre ich Polybahn. Abfahrt alle 3 Minuten. Ich glaube, das ist umsonst. Ja, das ist umsonst. Wie geil. Jetzt fahren wir hoch, aber keine Ahnung wohin. Bin einfach eingestiegen. Hoch auf die Berge. Ich glaube, man hat von dort aus einen Blick auf die Stadt Zürich. Junge, verdammt. Ich weiß es nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber das ist unglaublich wunderschön. Vor allem mit Schnee auf dem Dach. Was das hier ist, weiß ich nicht, aber sieht sehr historisch aus. Da gibt es auch was Historisches. Unglaublich. Einfach genießen. Zürich, Heimat der Millionäre. Nach Monaco und Genf ist Zürich die Stadt mit der höchsten Millionärsdichte der Welt. Und diese Stadt hat über 500 Bars und Discos, also eine Partymeile. Und diese Stadt war in den 80ern eine Drogenstadt. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Richtig geilen Schneeball daraus machen. So, mal gucken, wer heute sein Karma verdient. Alles gut, macht euch keine Sorgen. Da unten ist nichts. Komm, lasst uns cruisen. Zürich, Baby. Schöner blauer Himmel, Sonnenschein und eine wunderbare Aussicht. Egal wohin du gehst, irgendwie gefühlt ist hier jede Ecke einfach wunderschön. Nur Luxuskarren. Da vor mir ist der Zürcher See. Ich habe keine Worte. Es ist so unfassbar schön. Da ganz oben auf dem Berg gibt es noch Schnee.
hier Top 10 der lebenswertesten Städte in Europas. Und Zürich ist auf Platz 1. Und ich bin hier in Zürich. Hier kannst du auch eine Rundfahrt buchen. Wow, es ist einfach so wunderschön. Das Fahrrad hier, mein Lebensretter für heute. Ich fahre jetzt da rein. Spaß. Das hier. Irgendwie sieht das hier aus wie in Konstanz am Bodensee. Das ist das Opernhaus und die Umgebung hier ist auch wirklich sehr schön. Und jetzt kommt die Sonne so richtig raus. Du kannst hier einfach durch die Gassen schlendern. Das ist die Napfgasse, die Spülgasse und ich kam gerade von der Schoffelgasse. Egal wohin du gehst, es gibt immer was zu sehen. Eine schöne Statue hier mitten in der Gasse und jetzt trinken wir hier einen Kaffee. Da ist mein Flat White und das ist meine Aussicht. Auf der Klassiker. Mir gefällt der Vibe, hier einfach in der Gasse zu sitzen, einen Flat White zu trinken. Ach, die Rechnung ist da. 7 Franken, 7 Euro, das hier. Ha, willkommen in Schweiz. Das hier ist eine große Stadt, aber mit dem Fahrrad kommst du echt gut überall hin. So viele Luxuskarren. Einmal der Urus, G-Klasse. So ein schönes Auto. Bombastisch. Ich will eine Millionärin heiraten. Muss doch gar nicht so schwer sein hier in Zürich, oder? Egal, wohin du gehst, rechts, links, geradeaus. Hier gibt es immer was zu sehen. Und schaut euch nur diese Aussicht an. Herrlich. Hier einen Kaffee zu trinken und diese Aussicht zu genießen. Mamma mia. Aber ich denke mal, das reicht jetzt von Zürich. Wir sehen uns im Stadion. Und guck mal, das finde ich richtig geil. FCZ, Tag und Nacht, nur ein Gedanke. Wir kommen unser Ziel näher. Und das sind alles FCZ-Fans. Die sind sehr vorbildlich. Sie machen hier Platz für Fahrradfahrer. In Deutschland wäre hier die Hölle los. Wir sind jetzt im FCZ-Revier. Letzte Grund, wir sind da. Wow. Perfekter Parkplatz, oder? Stadion am letzten Grund. In diesem Stadion passen 30.900 Zuschauer rein. So sieht das Stadion von außen aus. Ich finde, es hat was. Und jetzt gehen wir rein und schauen uns das Topspiel an. Ich bin jetzt gerade durch die Kontrolle. Wow, was soll ich sagen? Das ist schon einzigartig, oder? Ich find's geil. Eine sehr schöne Überdachung hier aus Holz. Hier kann man sich was zum Essen holen. Und da vorne ist das Spielfeld. Ganz schlicht und simpel. Jetzt werfen wir einen Blick in das Stadion. Seid ihr bereit? Tada! Da ist die Kurve. Und der Gästeblock ist hier. Aber wo sind die Gästefans? In 25 Minuten fängt das Spiel an. Und kein einziger Basler hier. Mein Platz für heute. Perfekte Höhe, habe alles gut im Blick und sie spielen hier einfach der Weekend ab. Cooler Song. Die Spieler machen sich warm. In 15 Minuten fängt das Spiel an und der Gästeblock ist immer noch leer. Da haben sie eine Mülltonne mitgeschleppt. Noch mehr Mülltonne mitgeschleppt. Interessant. Das Stadion sieht von innen optisch richtig cool aus. Vor allem diese Flutlichter da. Nummer 25, Janis Bracke! Mit der Nummer 2, Lindri Camperi! Oh! Mit der Nummer 5, Fabio D'Abrella! Oh! Das hier ist das beste Spiel, was die Schweiz zu bieten hat. In dem Sinne, viel Spaß! Krass, wie schnell sich der Gästeblock gefüllt hat. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Schöne Choreo. Basel in Rot-Blau von rechts nach links. Die Stimmung hier ist ja mega gut. Die
zwei großen Kurven aus der Schweiz. Ruf Kollektivstrafe, folget Kollektivi Antworte. Auf der anderen Seite ebenso. Du kannst das Spiel auch hier am Monitor verfolgen. Die sind ja verrückt, oberkörperfrei bei der Kälte. Gästeblock heute sehr stark. Sehr viele Basler sind heute mit dabei. Die Menschen, die dort wohnen, Checkbot, sie können von dort aus das Spiel anschauen, wie der Typ zum Beispiel. Seht ihr ihn? Oh, schöner Ball. Marvin Hitz, Alter. Hitz ist so gut. Die Null steht bei Basel noch. Ein schönes Bild hier in letzter Sekunde mit dem Sonnenuntergang. Und das Stadion ist auch wirklich sexy. Basel heute sehr offensiv schwach. Das hier sieht auch echt mega aus. Schnee auf der Laufbahn. Boah, Alter, stark erobert. Basel, Kontermöglichkeit, aber schlechte Annahme. Schaut euch den Himmel an. Die Farbe vom Himmel passt perfekt zum Gästeblock. Ach, was für ein Zufall. Hier die Farbe passt zur Südkurve. Da Basel, Südkurve. Unglaublich, oder? Der Himmel. Oh, jetzt ist Halbzeit. 0-0. Zürich hat ein paar Chancen gehabt, aber das war's auch schon. Das ist wirklich ein Grottenkick. Ich hoffe, die zweite Hälfte wird besser. In dem Sinne, viel Spaß. Holy shit. Chemieaffe, was hat das zu bedeuten? Der FC Zürich weist alle Fans im Gästesektor darauf hin, dass es strengstens verboten ist, Pyros und Petarden zu zünden, sowie Gegenstände irgendwelcher Art zu rühren. Wir auf dem Spielfeld. Wir wünschen uns ein faires und friedliches Spiel und danken für Ihr Fairplay. Das ist ja unfassbar. Chemieaffe. Ja. Ich habe keine Worte. Und dann noch diese verschiedenen Farben. Chemieaffe, ja Mann. Alleine wegen das hier hat es sich gelohnt, nach Zürich zu kommen. Wahnsinn, der Klassiker enttäuscht nie. Und ich muss sagen, danke Basel für diese Pyro-Show. No Pyro, no Party. Mann, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das war so eine heftige Pyro-Show. Das war brutal. Das hier ist auch ein richtig perfektes Stadion, um Pyros zu zünden, weil der Rauch hier in die Luft versinken kann. Basel! Oh, wieder eine super Parade! Alter, Basel! FCB ist in der zweiten Hälfte auf jeden Fall viel besser als in der ersten Hälfte. Und Gästeblock gibt Gas, aber sowas von.
Noch mehr Pyros von der Südkurve. Jetzt ist die Flutlichtatmosphäre da. Boah, ist das wunderschön mit diesen Flutlichtern. Alter, man hört nur Gästeblock. Vielen herzlichen Dank für 20.500 Zuschauer bei den Klassikern. Ist okay. Die Stimmung ist einfach richtig geil, aber diese Pyro-Show von FC Basel, damit haben sie alles in den Schatten gestellt. Heftig. 4 Minuten und dann ist es vorbei. Rote Karte Nummer 35 von FC Basel. Romeo Bene, raus. Schieß den einfach an, Alter. Jetzt gibt's Eskalation hier. Ja klar, kann ich verstehen. Der hat ihn angeschossen. Jetzt wieder alle. Und fertig, das war's. Der Klassiker endet mit einem 0:0. Keine Tore, aber die Stimmung war bombastisch. Wirklich ein Erlebnis. Vor allem, wenn das ganze Stadion springt, das hat mir echt gefallen. Und diese Pyro-Show, verrückt. Da muss man schon sagen, danke an Basel für die Pyro-Show. Die Spieler von Zürich waren nur ganz kurz in der Kurve und dann sind sie wieder weg. Gefallen hier im Letzigrund. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.